Dann müssen wir es eben so machen. Ja, streamen geht anscheinend nicht. Wir testen das gleich nochmal wieder. Die Musik ist ein bisschen zu laut. So. Wir wollen natürlich B-Warte machen. Ich habe ein bisschen gefarmt. Und, ja. Wir versuchen uns in Klasse B. Wir haben jetzt neue Monster. Dabei versuche ich noch einmal zu streamen, aber es sieht nicht gut aus. Sieht überhaupt nicht gut aus. Ladies and gentlemen, the Monster Arena is proud to present a Rank B Battle. Oh, oder doch? Let's give the team owners a big hand. The first round is about to begin. Perfekt, geht sogar. In the red corner, we have our Heroes Monster Team. Ja. In the blue corner, captained by Bald here, the Dragon Questers, it's the Drag Queens. It's a close fight. Ja, ja. Haben wir letztes Mal mitbekommen und nur ganz knapp geschafft, aber diesmal müsste es besser laufen, finde ich. Wir haben sogar ziemlich starke Monster diesmal. Kämpfen. Jawohl. Wir machen die fertig. Das war ekelhafter Schaden, aber ja. Hey, 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 lass mich doch mal angreifen. Jawohl. Nicht so gut. Ach, come on. Läuft jetzt schon nicht gut. Nice Dodge. Bonzo. Bom. Der eine ist schon mal down, das ist schon mal gut. Alter, die machen nur AOE an. What the fuck? Vor allem Bonzo ist fast down. Alter, lass Bonzo in Ruhe. Immerhin war ich diesmal dran. Jawohl, schöner Schaden. Ach, come on. Jawohl. Alter, Bonzo stirbt noch weg. Immer noch nicht down, the fuck. Muss ich vielleicht Bonzo austauschen? Der ist viel zu langsam auch. Jawohl, jetzt ist er down. Und er macht seine AOE-Angriffe und Bonzo hat nur noch. Kann nur noch drei Angriffe aushalten, dann ist er tot. Aber nice, er macht ebenfalls noch einen Angriff. Der auch noch. Alter, komm, die! Ja, Bonzo geht's überhaupt nicht gut. Junge. Jetzt aber. Endlich, down ist er. Puh. Knapper Kampf. Ja, können wir ein bisschen vorspulen. The fans are going up, so ja, ja. In the red. In the blue corner. Captained by Bogart. Ja, ja. Wir haben ja gemerkt. Das wird jetzt aber ziemlich knapp, weil Bonzo fast down ist. Weglaufen können wir ja nicht. Also müssen wir kämpfen. Ah, gut, greif ihn an. Der hat noch genug Leben. Jawohl. Oh, Bonzo. Nein! Jawohl. Bonzo down. Scheiße. Okay. Dabei dachte ich, wir hätten ein gutes Team, aber holy shit, die versohlen es ja trotzdem alles. Und der Kritte da auch noch, dein Ernst? Jawohl, der ist down. Das war nicht so viel Schaden. Jojojo, Alter. Come on. Nice, Schaden. Oh, er konzentriert sich. Du lebst noch mal, Boy, du lebst noch. Alter, der lebt auch noch. Scheiß die Wand an. Come on, geh down. Immer noch nicht, what the fuck? Ja.
Jetzt aber. Holy shit. Jetzt ist er dran. Aber meine überleben nicht mehr so lange. 3 HP. Ja. Einer stirbt, definitiv. Ja, tot. Holy shit. Und down. Noch nicht ganz, okay. Alter, was für ein Kampf. Und jetzt aber. Ich glaube, Bonzo oder wie auch hieß, muss raus. Ja, wir probieren es noch einmal. Wenn nicht, machen wir ein bisschen mit der Story dann weiter. Alter, das war aber knapp. Ja, gib mir kein Mitleid, bitte. Ja, ja, ich... Ja, 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 ja. Ragazzo. Wir probieren mal ein anderes Team. Verschiedenes Aufstellung. Nein. Monster-Team. Ich dachte, ich hätte echt gut, aber... Bonzo muss dann raus. Austauschen. Gegen den dann. Upsa. Machen wir dann den hier. Warte, wie viel hatte Bonzo überhaupt für einen Angriff? Ne? Okay, diesmal probieren wir es so. Let's go. Da habe ich gedacht, dass Bonzo stark genug wäre. Okay. Let's go. Lass es krachen. Ja, Drag Queens, ja. Wir verstehen schon. It's a camp. Let's go. Angreifen. Jawohl. Schön. Will ich öfter sehen von dir. Weil die machen auch nur noch AOE-Angriffe. Das ist ziemlich nervig. Und der kassiert schon ordentlich. Jawohl, genau solche Angriffe würde ich sehen. Schöner Dodge auch noch. Come on. Wir übertreiben jetzt direkt. 107 Schaden, ach du Scheiße. Einer da unten, sehr schön. Jawohl, jetzt geht er. Nein. Ich dachte, wollte sagen, jetzt geht er nächstes an den Kragen, aber tanky und macht Damage. Alter, come on. Sound ein bisschen zu laut, glaube ich. So, kämpfen. Go, bitte geht da. Jawohl. Ja, sehr schön. Nicht so schön, der greift zweimal an. Bam, bam. Sehr schön. Nicht auf... Oh Gott, nicht auf ihn. Der muss lang genug überleben. Alter, der hat nur noch 387. Und der Dodge auch noch, dein Ernst? Aber immerhin einmal gebonkt. Mach nicht diesen Angriff, bitte. Ah, egal, der ist trotzdem da. Puh, erste Runde überstanden. Ja, zweite Runde auch. Aber die dritte Runde wird schwer dann. Ja. Let's try. So. Angriff. Wir greifen sogar als erstes an. Und zwar ihn. Schönes Ding. Nice. Der hat schon ordentlich Schaden kassiert. Ja, der darf sich konzentrieren. 59 ist noch okay. Kein Crit ist immerhin auch noch gut. Kämpfen. Der erste ist schon mal down. Das geht schnell. Ach, wieso crittest du mich jetzt? Come on. Ah, 188. Nice.
Alter, zwei Crits hintereinander. Willst du mich verarschen? Mann, Mann, Mann. Komm, töte den. Ah. Ja, konzentriert sich zum Glück nur. So. Jawohl. Fuck you. Jawohl. Jawohl. Gut, kein Crit. Sehr schön. Diese Runde läuft viel, viel besser. Jawohl, zweite Runde geschafft. Jetzt müssen wir irgendwie die dritte schaffen. Damit wir auch stärkere Monster farmen können. Oh mein Gott, what? Ja, gib mir die Teamnamen. In the red corner, we have in the blue corner, captained by Bothan, like Rolling Stones, it's the Rock and Rollers. Wow. Down into the pit. Ja, ja. Manche Sachen funktionieren anscheinend nur im Englischen besser. Come on. Bitte, ihr schafft das, Freunde. Ich glaube an euch. Ja, nehmt irgendeinen als erstes. Wow, das ging schnell. Jawohl. Hoffentlich macht die Skills. Oh, der konzentriert sich. Scheiße, das ist nicht gut. Oh Gott, das wird knapp. Das wird knapp. Ich weiß nicht, wer angegriffen hat. Die sehen alle gleich aus. Hey, wieso zweimal Abschiebung? Wir haben schon genug Abschirmung, Boy. Gut, gut, gut. Greift ihn an. Jawohl. Das ist nicht so schön. Der hat 20. Der könnte einen töten. Komm mal, greif an. Kein... Du lebst noch. Nice. Jawohl, der ist tot. Oh Gott, das wird jetzt wehtun. Das wird wehtun. Aber wir machen Schaden. Wir machen Schaden. Jawohl. Einen tötet er, oder? Ja. Oder konzentriert er sich? Ja. Der hatte sowieso wenig Leben, das ist akzeptabel. Sehr schön, wir können das sogar schaffen. Und wir haben es geschafft. Nice. Jawohl. Jawohl, wir haben es geschafft. Die Phantomliebe. Okay, da, mit ihm ging es viel besser als mit Bonzo oder Bozo. Ich glaube, wir sollten nicht A probieren. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. A most spectacular performance. This is the prize for winning rank B. Congratulations. Bannbadiche? Okay. Muss ich mir gleich anschauen. I knew it! I set the target. And it's like the red rag to the bulls, eh? Ragazzo! Alter, diese Pausen, ne? I keep my promise. I give you the prize. You will be the only one in the world to have this privilegio. You, and only you, will be the owner of not one, but two teams of the monsters. Was? Just think about it. With the two teams, you will be formidable in the outside world. You could have the one team for attacking and the other team for the healing, eh? You make the different combination. This means we must give the name to your new team. If you cannot think of a good name, I can do it for you. So, you want to name your own team? Ja. Kopf. So, you want to choose your own name. It must be 18 letters or less. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Wir nennen es Lumina. Nach, ne, nicht Lumina. Doch, Lumina. Oder Luna Eclipse, I don't know. Lumina hört schon gut genug an. Kam als erstes in den Sinn, keine Ahnung warum. Lumina.
Lumina. So, nehmen wir. Okay. Okay. That's your name? Where is the forza, the bravado, the passion, eh? Oh, never mind. It will do. Ich hätte es Ragazzo nennen können. So, Ragazzo. You have named your second team. And I have given the life back to your dead team members. All you have left is the rank A. Eh? Eh? Hey! Are you as excited as me? Ragazzo! The tension is really mounting in my pit, eh? Sollen wir es schon jetzt probieren? Ich weiß nicht. Wir können es mal wagen. Warte, bevor wir es tun. Wir können erstmal unser zweites Team aufstellen. Team 2. Ja, wir haben nicht so viel. Bonzo, ja. Wir können jetzt aber jedenfalls stärkere kriegen. Mitglieder austauschen. Ja. Und dann nehmen wir Hori, oder? Ja. Wir haben ja nichts Besseres. Und dann testen wir mal Klasse A. Und wir werden aber nur einen Versuch wagen. Weil ich werde das nicht hier grinden. Wir werden wahrscheinlich hart aufs Maul kassieren. Aber wir probieren's. Ne? Versuch ist es wert. Oh mein Gott, was sind das denn für Biester? Ladies and gentlemen, the Monster Arena is proud to present a Rank A battle. Ja. Let's give the team owners a big hand. The first round is about to begin. In the red corner, we have our Heroes Monster Team. In the blue corner, captained by Alwaz, mountainous monsters, it's the big boys. The big boys, yo. It's a fight so tight, even Lady Luck don't know what to write. Let's get it on. Let's get it on. Das wird scheiße, die sehen jetzt schon stark aus. Oh mein Gott, scheiße. Jawohl, einer schon mal down. Ja, nicht so gut. Shit. Oh. Immerhin überlebt er noch. Nicht diesen Angriff, come on. Der macht keinen Schaden. Oh Gott. Stirb doch endlich. Nein. Jetzt aber, jawohl. Boah, harte. Das sind harte Nüsse, ja. Nicht diesen Angriff. Ach, komm mal, nicht immer den gleichen Angriff. Ist das dein Ernst? Und es crittet. Und es tat weh. Es tat sehr weh. Immerhin haben wir den Down gekriegt. Der ist schon mal down. Oh, die sehen squishy aus.
The fans are going absolutely The team in the red corner. In the blue corner. Tom. By attaboy Tom from Chateau Felix. It's the Wildcats. It's a historic. Ja. Die sehen zwar schwach aus, aber wahrscheinlich sind sie aber ultra stark. Wir probieren's. Ja, 96 Schaden. Ich dachte schon, dass wir die stark sind. 102. Come on, die sind aber auch schnell. Und die dodgen auch noch. Oh Gott. Die dodgen. Come on, ihr müsst das durchziehen. Ihr müsst das durchziehen, Boys. Scheiß die Wand an. Ah, immerhin einmal getroffen. Auch das getroffen. Das wird ein Kampf, ey. Einer down. Okay. Uiuiui. Okay, jetzt lassen die langsam nach. Jetzt kommen die. Jetzt schlagen die zurück. Jawohl. Bam. Zweimal sogar. Perfekt. Du musst das überleben, Boy. Du musst das überleben. Die nächste Runde müssen wir echt überleben. Ah, halte durch. Alter, ist das knapp. Komm, geh da. Bitte geh da. Jawohl, der ist sogar da. Jetzt greifen wir ihn an. Oh. Okay. Jawohl. Komm, töte ihn. Nein, er lebt noch. Er greift jetzt wieder an. Ah, 31 HP. Jetzt aber. Nein, immer noch nicht. Jetzt. Holy shit. Knapper Scheiß. Es wird sehr knapp. Wir sind sogar in der letzten Runde. Holy fuck. Oh. It's the moment you've all come. You are about to in the red corner. We have up in the blue corner, captained by Amon. The faces of fear. It's Fear Factor. Ich hoffe, die machen nur Statuseffekte. Das wäre für mich optimal, bitte. Das wird schwer, ich sehe es jetzt schon. Der linke wird stark. Schön, der greift jetzt erst an. Oh, einer schon down, das ging schnell. Oh mein Gott, what? Oh, okay. Mega Schwächung. Okay, das ist nicht. Okay, das geht noch klar. What? Habe ich das jetzt ernsthaft geschafft? Okay, er ist down. Never mind. What the. Okay, doch jetzt. Aber du hast tapfer gekämpft, mein Boy. Yggdrasil. Wow. Okay. Immerhin ist er jetzt down. Boah, Bonk. Nicht nochmal, bitte. Okay. Das wird noch knapper. Das wird knapp. Okay, er konzentriert sich nur. Nein. Oh, nicht sterben. Nein, scheiße. Alter, wie knapp das war. Ich habe leider verloren. Wow, das war sogar echt knapp. Okay, schade. Oh, das war echt knapp, ey. Schade. Aber ich könnte mal was nachschauen. Vielleicht können wir es noch einmal probieren. Auch wenn ich gesagt habe, dass wir es nur einmal probieren wollen. Und zwar, wir könnten ja mal kurz raus. Wir können es ja trotzdem mal testen. Ups, wohin laufe ich denn? Lululul. So, hier ist die Tür. Wir können eine Sache probieren. Wir teleportieren uns. Erstmal zu Argonia. Ich habe halt eine Liste hier. Und könnten wir gucken, ob wir sogar stärkere Monster kriegen könnten.
könnten. Erstmal gucken wir natürlich, was wir vorhin bekommen haben. Oh, eine Sensor, okay. Okay. Besser drin. Egal. Was wir jetzt machen, wir nehmen... Wo war das denn? Da. Benutzen. So, wir gucken erstmal hier nach. Upsala. Na? Ja. Hab aus Versehen X gedrückt anstatt Dreieck. Verwechsel ich immer. So, wo genau? Oh, hier ist eine Truhe. Lül. Laufen, 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 laufen. Ich sollte mal gleich einen Schutz machen, wollte ich gerade noch sagen. Da Vogelalter, euch habe ich lange nicht mehr gesehen. Ihr seht weak as fuck aus. Sehr, sehr weak. Und zack. Yggdrasilblatt, okay. So, bevor wir weitergehen. Heilige Schutzaura. Ja. Dann. Da war's schon. Hab's nur knapp übersehen. Let's go. Wir suchen ein Monster hier, das wir einsammeln können. Ich weiß nicht, wie stark es ist, aber man kann es ja sich mal anschauen. Da, 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 da. Oh, da ist es schon. Ich wollte dich nicht haben, aber ne, da bist du es halt. Fähigkeiten. Falkenhieb, Angreife, Zauber, Schmurgel, Multischuss, let's go. Tanky ist es nicht. Oh, nix, kapiert nix, kapiert nix, kapiert nix, nice. Ja, wollen wir es mitnehmen? Wir können es ja mitnehmen. Ja. Ja. Bisschen unser Team aufbauen. Da, 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 da. Wir suchen nämlich nach Octurion. Der sollte hier südlich von Argonia sein. Am Strand. Na, öffnest du das bitte? Dankeschön. Starke Samen, okay. Wir suchen mal, wir hoffen mal, dass er hier ist. Wenn nicht, suchen wir einen anderen Ort ab für ein anderes Monster. Da, 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 da. Schon mal nicht gesehen. Ne, hier geht's nicht weiter. Bevor ich angegriffen werde, ich riskiere es schon mal nicht. So. Hier geht es schon mal nicht. Wie kommt man hier eigentlich raus? Gar nicht. Man kommt nur hier per... entweder per Schiff oder per Empyria. Okay. I guess. Aber wie ist... Obwohl, geht es da runter? I don't know. Wir schauen mal nach. Ich gebe dir noch eine Chance. Wenn er nicht hier ist, gehen wir woanders hin. Und zwar zu den dunklen Ruinen. Dort wartet ein, hoffentlich ein guter Geselle auf uns, der unser Team bereichern kann. Okay, hier scheint schon mal nichts zu sein. Und wir begeben uns zu den dunklen Ruinen. Schade, schade. Ich hätte gehofft, dass wir hier immerhin einen finden. Da, 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 da. Und einmal zack. Ich
will irgendwann dort auf das Plateau, weil ich weiß schon, was uns dort erwarten wird. Ein bisschen Endgame-Content wartet dort auf uns. Und irgendwo hier. Wir probieren mal. Können wir hier landen? Natürlich. Wir testen's. Follow für Follow. Hi, Miguel. Du kommst gerade richtig für Farm-Action. Wir suchen nach einem Monster. Dann wir gleich sowas ähnliches wie Pokémon spielen können. Aber ja, ja, ich habe dich auch schon gefollowt. Ich bitte dich, Miguel. Als ob ich die nicht followen will. Oh, ich sehe gerade was Schönes. Ich wusste nicht, dass der hier ist. Dann ist die Liste einfach nur richtig scheiße. Aber ja, den nehmen wir mal. Komm her. Trollpatrouillier. Ich habe gesehen, dass du mal nach 2 Wochen wieder hier gespielt hast. Wie ist das Spiel nochmal? Conqueror's Blade. Hast lange wohl pausiert, ne? Ich entfollow dir, weil du kein PvP spielst. Sorry. Dragon Quest 10 ist noch nicht in Europa oder im Westen draußen. Ist halt ein MMO. Kann man halt leider nichts machen. PvP irgendwann mal. Yo, bin wieder am Arken. Ja, habe ich auch gesehen. Du hast es ja geschrieben, dass du wieder in Ark Sucht fallen bist. Aber wenn Spaß macht, ne? Warum nicht? Na, Seraphenfall. Mit einer festen Truppe oder irgendwo auf einem Server? Alter, der ist tanky as fuck. Come on, stirb doch endlich. Ja, ist halt ein Problem. Dass man. Ihr bräuchtet halt echt einen zweiten Rechner, aber Rechner sind halt ein bisschen teuer, ne? Entweder man macht das, man nimmt ein bisschen Geld in die Hand oder lässt es sein. Aber keine der beiden Wege. Also ist halt ein Kompromiss, keine der beiden Wege hat keine Nachteile. So, dich nehme ich mit, Boy. Du siehst sehr stark aus. Ja. Meiner. Vor allem das Problem ist heute auch, jetzt sich Sachen zu kaufen ist keine gute Idee, weil viele Sachen teuer geworden sind. Allein, weil die meisten Hersteller nicht mehr hinterherkommen. Da kannst du echt nur hoffen, dass du irgendwo was Günstiges findest. Aber ich würde da eher pessimistisch rangehen. Pessimistisch. Okay. Hier soll aber noch ein Monster sein. Empyria. Let's go. So. Vielleicht kann man sich mit Gebrauchteilen was bauen, was ich halt gemacht habe. Upsala. Weil ich habe jetzt ja einen Drittrechner mit Gebrauchteilen gekauft. Und ja. Ist gut. Ich mag's. Hier kann ich nicht landen. Hier kann ich auch nicht landen. Hier kann ich auch nicht landen. Da auch nicht. Also nur auf diesem Mini-Plateau. Das ist ja doof. Aber da war nur einer. Alter, ich glaube... Ich guck noch kurz. Ich glaube, die Internetseite ist echt für den Arsch, wo ich das mal nachgeschaut habe. Weil da stand, da wäre noch ein anderer dabei. Aber scheint nicht so zu sein. Ich gehe noch einmal drauf. Wenn nicht... Weil es kann ja sein, dass irgendjemand respawnt, ne? Man weiß nie. Oder was Neues spawnt. Aber hier sollte eigentlich sowas sein, der heißt Hellgladiator. Oder sowas ähnlich. Okay, hier waren wir. Wir gucken mal, ob irgendwas gerespawnt ist. Wenn nicht, gehen wir an einen anderen Ort. Können wir halt nichts machen, ne? Oder vielleicht lag es einfach daran, dass ich nicht hier war. Und erstmal das eine spawnt und dann das andere. Kann ja auch sein. Nö. Tschüss, tschüss. Ach, come on. Please. PC ist einfach nicht... Naja, du willst aber auch nicht zu deiner Plattform machen, sagst du mal so. Man kann halt das zu seiner Plattform machen, aber man muss auch bereit sein,
Ist halt nicht einfach. Weil ich musste damals auch erstmal Geld in die... Ich habe ordentlich Geld in die Hand genommen, um halt erstmal mir dann einen Rechner... Du hast es versucht? Ja, aber du, wie viele Spiele? Ich war ganz ehrlich, PC hat für mich so viele Spiele. Vor allem, ich will jetzt unbedingt Hades spielen, aber ich habe einen sehr großen Fehler gemacht. Und zwar, ich habe mir zu viele Spiele gekauft. Ich habe noch so viele Sachen, die ich durchzocken muss. Ich habe aber erstmal gedacht, okay, weißt du was? Erstmal machen wir das hier. Erstmal machen wir das hier. Weil ich sollte einfach mir nicht zu viel wieder vornehmen. West Side of Princess Minnie's Castle. Minnie war doch die eine auf der Insel, oder? Das Yggdrasil-Blatt zeigt da drauf. Ah, das ist ja Neos. Okay. Da, 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 da. Okay, hier waren wir schon. Nee, da, upsala, ich bin in den Norden geflogen. Ich dumm. Aha, ich will... Da. Dahin. Vielleicht ist ja noch ein Monster hier. Ja. Wir schauen mal nach. Aber ja, wenn es halt nicht deins war, ist halt schade. Okay, hier scheint schon mal nichts zu sein. Na toll. Ich schaue mich noch ein bisschen um. Obwohl, ist da was hinten? Nee, das ist... Ach, das ist ein Pilz, okay. Ich schau mal trotzdem. Man weiß ja nie. Da ist eine Kuh. Ich habe mich voll erschreckt vor der Kuh. Aber wir haben ja immerhin eine Kiste hier gefunden. Mini-Medaille. Achso. Oh, guck mal, da ist noch einer. Ho, ho, ho. Nice, nehmen wir mit. Ja. Aber. Das hören sich für mich nicht nach Spiele an, ne? Zum Beispiel jetzt. Weil du listest mir auch Spiele auf, die du vor keine Ahnung wie vielen Jahren gezockt hast. Aber Conqueror's Blade war halt ein Spiel, was sich schon echt beeinflusst hat. In einer gewissen Art und Weise. Apropos Multiplayer, Rust kommt jetzt auch für Xbox und PlayStation. Finde ich cool, endlich. Ich glaube, die haben sich wahrscheinlich nie getraut, dass, ich mach mal ein bisschen leise, ist ein bisschen laut geworden. Ich glaube, die Entwickler haben sich nie getraut, das auf andere Plattformen zu bringen. Aber da jetzt die Resonanz halt durch die ganzen Twitch-Streamer so groß war, schätze ich mal, dass die mehr Mut gefunden haben. Finde ich voll cool, weil das Spiel sieht auch mega gut aus. Und du hast so viele Möglichkeiten. Komm, gib mir Gigantengangster. Gib mir Gigantengangster. Geiler Name. Will ich haben. Zack. Alter, der lebt ja immer noch. So. Jetzt stirbt er aber. Hoffentlich. Oh. Das ist nicht schön. Einer stirbt von mir. Ja, genau, aber das meine ich ja. Du hast sie vor langer Zeit gezockt. Komm, stirb bitte. In der Zeit sind so viele Sachen rausgekommen. 5 Jahre? 5 Jahre ist eine lange Zeit. Du musst ja auch nicht LOL zocken, ne? Ich wünschte, ich könnte es aufgeben. Ist halt echt furchtbar. So, den will ich haben. Komm zu Papa. So, jetzt können wir wieder Magie, Teleportation zur Monster-Arena. Und zack. Und jetzt gehen wir mal runter. Aber eine Sache habe ich gemerkt.
Arbeiten ist scheiße. Arbeiten kostet viel Zeit. Ich habe heute nur gelesen, einer auf Reddit, das hat mir das Herz zerbrochen, dass der meinte, der hat theoretisch alles, was man für die PS4 zocken konnte, schon durchgezockt. Und jetzt wartet er nur auf die PS5, aber die ist halt momentan ausverkauft. Und jetzt ist seine einzige Möglichkeit, die ganzen PlayStation 4 Spiele wieder nachzuholen. Ich hab mir so, Alter, ich hab noch nicht alles durchgezockt, was ich durchzocken wollte. Ich hab mit einem Jahr nur 2 Spiele gespielt. Team 1, so. Wir gucken mal. Kriegen wir einen stärkeren hin? Der hat schon viel Angriff, aber wir gucken erstmal. Ja, der ist definitiv stärker. Ah, der hat zwar mehr HP, der hat aber mehr Angriff. Und der hat auch... den hier... Ich überlege gerade, den hier... Also Talos oder Erzfeind? Halo 10 Jahre... Ja, klar, aber das ist ja... Warte kurz, ich muss kurz überlegen. Nee, die Abwehr ist zu groß für Erzfeind. Der hat weniger HP, hat auch weniger Angriff, aber dafür mehr Verteidigung. Nee, wir bleiben erstmal dabei. Aber dann können wir das zweite Team ja erstmal ändern. Und zwar... Den packen wir rein. Ich muss niesen. So. Aber das meine ich ja. Du hast halt mehr Konsole gespielt als PC. Ach, du meinst insgesamt 5 Jahre. Entschuldigung. Jetzt oder irgendwie sowas. Ja. Ist halt die Geschmackssache. Ich mag alles, was ich in die Finger bekomme. Monster Arena betreten. Ja, genau. Kann ja auch daran liegen. Ja, Phantomliebe. Und Klasse A versuchen wir noch einmal. Let's go. Ja, ist halt gut möglich. Aber hätte mir auch eine Xbox geholt. Aber, sagen wir es mal so. Es gab kein Xbox-Exklusivspiel, was ich unbedingt zocken wollte. Es gab kein Xbox-Spiel, was es nicht auf der PlayStation 4 gab. Deswegen habe ich es mir nicht geholt. So, let's go. Und er greift natürlich als erstes an. Scheiß die Wand an. Sehr schön. Sehr schön greift an. 1000 Euro für einen PC? Was? Oh, nice. Das war zu mir. Deren. 700 Euro für einen Laptop? Ja. Das ist schon hart. Laptops sind immer teurer. Oh, nice. AOE. Jawoll. Einer schon da. Aber 1000 Euro für den PC? Wann denn? Oh Gott, überlebt das Boy. Ja, okay. Damals waren auch andere Zeiten, ne? Nice, er ist auch down. Das sieht schon mal sehr gut aus. Klasse Abend heute geschafft. Ich habe ja eine 2070. Miguel, du kannst ja wieder... Oh lol, okay, das war ein scheiß Angriff. Du kannst ja nochmal nach dem Sponsoring fragen, ne? Es ist nie zu spät, boy, es ist nie zu spät. Ein Sponsoring, was macht schon einen Unterschied, wenn du ein zweites bekommst, ne? Okay, die sind scheiße, die dodgen zu oft. Ja, let's go. Wir schaffen heute Klasse A, let's go. Ja. Wir schauen mal, wenn du dein eigenes Geld wieder verdienst. Dann kriegen wir dich dazu noch, mein Sohn. Dann kriegen wir dich noch. Apropos. Obwohl. Ja, Geld und Arbeit. Hast du mitbekommen? Lockdown wird über Ostern verlängert. Geil, ne? Ich fühle mich langsam echt mies. Wir müssen das echt noch durchziehen, ey. Isolation ist echt nicht schön.
come on, dodge doch nicht. Ungelogen, ne? Ich fühle mich jetzt richtig scheiße in den letzten Wochen und Monaten. Ich fühle mich nicht mehr gut. Der Lockdown ist halt echt anstrengend. Wie viel Werte noch? Genug, okay. Jawohl, jetzt ist er endlich down. Jetzt ist er endlich down. Okay, nicht ihn angreifen. Er hat nicht mehr so viel HP. Nice. Diese Abschirmung. Greif doch an, Boy. Greif an. Ah, der überlebt nicht mehr so lange. Und der dodgt auch noch. Come on, come on. Stirb. Und er stirbt nicht. Jetzt aber. Auch nicht. Boah, come on. Okay, der überlebt nur noch einen Angriff. Alter, scheiß die Wand an. Das ist kein guter Run. Überhaupt nicht. Jetzt. Go down. Und jetzt dodgt auch noch. Ich werde nicht mehr. Hoffentlich greift er nicht den anderen an. Nicht den. Gut, gut, gut. Sehr gut. Komm, stirb. Und er hat den angegriffen. Scheiße. Ist kein guter Run. Jetzt krittest du. Und er stirbt nicht. Jetzt stirbt er. Okay, holy shit, Alter. Hetze. Ja, fuck you. Ja, Miguel, fuck you. It's the... you... musst du noch Salz in die Wunde streuen. Ja, was soll man machen? Ich muss noch vieles lernen. Alter, das macht Schaden. It is what it is. Okay, einer schon mal down, aber der wird halt wiederbelebt. Das ist scheiße. Ja, das ist scheiße mit seinem Yggdrasil-Blatt. Er ekelhafter Junge. Und der Typ ist so stark, ne? Der fucking Zombie-Gladiator. Ich überlebe das auch nicht. Oh, come on. Greif. Nein, er ist tot. Scheiße, ich dachte, es würde besser laufen. Vielleicht schaffe ich das noch. Ich weiß es nicht. Ah ja, schon wieder Yggdrasil-Blatt. Ich brauche den Baum. Und töte mich. Komm, töte mich. Ich schaffe das nicht mehr. Ah. Der Zombie-Gladiator zerstört mich übelst hart. 12 Schaden. Und der, ja, der wird die ganze Zeit wiederbelebt. Und tschüss. Ey, 4 HP. Aber 0. Ja, fuck. Egal. Dann machen wir Story weiter. Alter. Ich hatte schon das tankige Team. Aber der eine ist halt schnell gestorben. Ich glaube, ich brauche das andere Team dafür. Egal. Wir gucken ja irgendwann mal, ob wir was Besseres finden. Ja, ragazzo. Ragazzo. So. Ich weiß ja, wo wir hin müssen jetzt. Weil wir hatten ja eine Markierung auf der Map. Wir gehen erstmal. Magie, Teleportation. Kirche am Meer, weil da kann man speichern und schlafen. Aber ich habe doch, glaube ich, erzählt, dass ich unbedingt Hades zocken will. Ne? Huch, der hat mich voll erschreckt. Hades sieht halt echt nach einem coolen Spiel aus. So, lass mich übernachten, bitte. Ach, come on. Ich habe missklickt. Ja. Du. So. Und dann speicheln.
Ja. Ja. Warte, nein. Wir speichern auf das auf dem anderen. So. Gut. Und jetzt auf zu Neos. Let's go to Neos. So. Benutzen. Neos ist... Obwohl, ich hätte mich ja dahin teleportieren können. Egal, fliegen ist schöner. Und die Musik ist so fantastisch. Da. Wir müssen da lang. Da ist Neos. Kann ich überhaupt hier hoch? Tatsache. Gucken wir mal nach. Oder bin ich jetzt hier oben? Wenn hier ein Monster wäre, wäre das lustig. So. Kurz bevor ich die Story weitermache, schaue ich mich nur kurz hier um. Ist da was? Nee, Alter, als ob man hier einfach so hochgehen kann, ohne was zu finden. Das hasse ich manchmal in dem Spiel. Und ich kann nicht dodgen. Du zockst aber auch nur im Single. Auch nur Singleplayer-Spiele. Nö. Nicht wirklich. Ich zocke Dragon Quest zum Beispiel sehr, sehr wenig in letzter Zeit. Ich zocke sehr viel in Truppen momentan. Warte kurz, ich muss kurz gucken, dass ich hier entkomme. Ach, come on. Oh, lol. Alter, leck mich doch am Zuckerli. Lass mich doch entkommen. Ich habe keinen Bock, gegen euch zu kämpfen. Alter, geh mir nicht auf den Sack. Endlich. Ja, worauf... Was soll ich sagen? Ich zocke momentan wieder Minecraft mit vielen Leuten. Nein. Also, ich zocke zwar... Einen Moment. Hier gibt's echt nichts, Alter. Wollen die mich verarschen? Hier gab's wirklich nichts. Egal. Warte kurz. Okay. Ich hab halt, ich zocke halt mit vielen Online-Freunden oder Real-Life-Freunden. Minecraft, Genshin, League of Legends, auch andere Sachen wie zum Beispiel Fall Guys. Warte kurz. Und, irgendwas, ich weiß auch nicht, irgendwas fehlt mir trotzdem noch. Irgendwas fehlt mir doch. So, gibt's hier was Gutes? Okay, das sieht sehr nach Crap aus. Es ist viel zu simpel gesagt, dass Online-Games hier einfach soziale Kontakte trotz Lockdown ermöglichen. League of Legends, Alter, ich spucke auf die ganzen Leute drauf. Toxic as fuck. Auch wenn du mit Freunden spielst, anstrengend. Weil Menschen sind nicht nett. Menschen sind einfach nicht nett. Und Fall Guys ab und zu mit Johanna und Aaron. Oder halt auch mit meinem Arbeitskollegen zum Beispiel. Dann. Ja, Genshin immer mit einer festen Truppe. Aus drei anderen Leuten. Und dann Minecraft mit einer Mischgruppe die ganze Zeit, aus einer ganz großen Gruppe.
jemand, der halt Lust hat, dann online zu kommen, kommt dann halt in den Discord-Channel. Und dann wird halt gezockt, ne? Du brauchst Gilden, die so Nee. Die verfolgen immer ein... Also, Gilden verfolgen immer irgendwie ein Ziel, außer das sind halt Casual-Gilden, dann ja. Aber so Tryhard-Gilden oder so, die verfolgen immer Ziele. Das ist nicht so mein Ding. Ich lebe wieder lieber frei. Oh, Katzi? Ladies and gentlemen, as you are all aware, the Lord High Priest has passed away. Our prayers go with him. Now he sits beside the goddess. There are those intent on making spurious allegations about the circumstances surrounding his passing. But I can assure you, he died a natural death. And I tell you this, I have no intention of becoming the next Lord High Priest. Or rather, I have no intention of becoming another hollow idol. Like all those we have had to endure until now. I ask you, what is a king? A king is but a man born into the right family. Should that give him the right to do whatever he pleases? Be waited on hand and foot and answer to no man? A soldier demanding such treatment would never be tolerated. Even if such a soldier had the stature of a king, he would never be allowed to escape the social class into which he was born. I am such a soldier, born out of wedlock and thrown out of my own home. A commoner, like me, has no right to be Lord High Priest. That is the belief of the Church. Yes, such positions of weighty responsibility should be filled exclusively by incompetent aristocrats. Our great, noble, and righteous holiness. Whatever did he achieve? A sorrowful prayer for our uncertain world? Perhaps. But certainly nothing more. The Lord High Priest, our kings, our goddess, all of them reign over us from their high, exalted thrones. Each one as useless as the next. But I am different. For I have not one drop of nobility in my veins. Yet I am here, and only as a result of nothing but my own merit. Follow me. It is time to oust our artless rulers. It is time to choose a new leader. So,
You have a choice. Follow me. Or meet your fate, just as those intruders shall. Aus dem Nichts ertönt eine Stimme. Now it's time to use my power. Die Seele des Göttervogels spricht mit Ratchet. You should have stayed away. But if you stand between me and my destiny, you leave me no choice. So, Kampf beginnt. Kurzen Safe State setzen. Marcelo nähert sich. Nice. Ein Moment. System. Speichere Spielstand. Zack. So. Ja. Ziele sind schon praktisch. Funktioniert manchmal, funktioniert nicht immer. Muss halt die richtige Gruppe dafür finden. Zauber. Beschleunigung. Fähigkeiten. Seraphenpfeil. Ist immer Hit or Miss, ne? Man hat nicht immer Glück mit seiner Gruppe oder Truppe. Ich habe momentan ziemlich gutes Glück, aber es fehlt trotzdem was. Also, irgendwas fehlt. 106 Schaden, das ist ziemlich viel. 126 Schaden, das ist genauso viel. Aber irgendwas fehlt immer noch, finde ich. Nice. Jengis hat es zweimal geheilt. Konzentrier dich. Greif an. Konzentrier dich. Zauber, Mittelheilung. Jessica. Mal gucken, ob wir das schaffen diesmal. 20. Schmurgel. Auf Jessica, okay. 72 Schaden, kann ich mitleben. Ein Portal zum Himmel, was? Oh mein Gott, okay. Multiheilung it is. Konzentration. Jengis. Mittelheilung für Ratchet. Jessica macht Konzentration. Angelo macht Multiheilung. Nicht dein Ernst, ich hab's. Hat er es ernsthaft geblockt? Der hat es ernsthaft geblockt. Alter, bitte stirb nicht. Bitte stirb einfach nicht. Jengis. Und er ist tot. Oh, nehmen wir mal Jengis. Bitte nicht einen AOE-Angriff. Oh, okay, das geht klar. Huiuiui, ich habe echt Schiss bekommen. Das. Okay, jetzt holt er immerhin noch Gehalt. So, Fähigkeiten. Giga-Hieb. Angriff. Konzentriere dich noch einmal. Zauber, Mittelheilung. Ach, Multiheilung. Nice, alle werden geheilt. Außer halt, ne? Angelo, der war schon full. Gigahi. Nice, ordentlich Damage. ...68 Schaden. So, let's go. Und du konzentrierst wieder. Wir können ja wieder mega stärken. Zauber, weil wir jetzt ja voll sind. Schmurgel. Fähigkeiten. Seraphenfall. Wir riskieren es mal.
Bam. 433 nur, okay. So. Okay, 75 Schaden. Ach, ist noch gut. Alles auf Ratchet. Das ist nicht schön, weil er kann Zauber blocken mit seinem Schild. So, Konzentration. Zauber. Ne, wir greifen an. Doch, wir greifen an. Konzentration. Zauber. Multiheilung. Let's go. Nice. Wurde nicht geblockt. Siebenundsechzig. Perfect. Und wieder dieser starke Angriff. Holy shit. Guter Angriff, ja. Okay. Gut, gut, gut. Jessica's tanky. Wir müssen ja auch wieder Multi-Heilung ausbauen. Oh, was ist mein Konzentrationslevel gerade? Taktik. Warte, steht da was? Nee. Ich würde mich noch einmal konzentrieren. Yangus greift an. Konzentrieren. Zauber Multi-Heilung. Ich habe jetzt nicht aufgehört, wie viel ich habe. Okay, sehr schön. Okay, alle erhalten wieder HP. Das ist schon mal sehr schön. So. Let's go. Und wir ballern noch ein Giga-Hieb. Angriff, Konzentration. Und Angelo macht Seraphenfall. 50. Bonk. 70 Schaden ist noch okay. Und Giga Heat. Let's go. Bam. 616 Schaden ist nicht so gut. Ich hätte jetzt mehr erhofft. Aber ja, man soll nehmen, was man kriegt, ne? Okay. Jessicas Konzentration. Oh, nice Dodge erstmal. Jessicas Konzentration ist down. Also kann er auch meine Konzentration unterbrechen. Das ist scheiße. Zauber, Mega-Stärkung. Konzentration, Zauber, Multiheilung. Nein, das war nicht gut. Jetzt wurde er diesmal nicht geheilt. Oh, lol, was? Okay, zum Glück hatte ich noch keine Buffs drauf. Uiuiui, das wird doch ein interessanter Kampf. 5. Gut. Oder ich hätte vielleicht beschleunigen sollen. Egal. Konzentration. Angreifen. Konzentration. Seraphenfall. Bonk. Ui, 91 Schaden, aber tötet ihn noch nicht. Nice, Yangus hat genug HP noch übrig. 20. Ich sollte vielleicht nächste Runde angreifen, weil vielleicht macht er noch eine Energiewelle. Das wäre echt scheiße. Nee, komm, wir riskieren's. Zauber, Multiheilung. Wir riskieren's. Nice, Heilung geht sogar durch. Was will man mehr? Schmurgel, okay. Soweit, so gut. Okay, nice. Die nächsten Angriffe werden ballern. Hoffentlich bin ich vorher dran.
Oh, es hat mal wehgetan. Holy shit. Holy shit. Und 50. Fähigkeiten Gigahieb. Angreife, Zauber, Schmurgel, Zauber, Multiheilung. Let's go. Nein, das ging nicht durch. Scheiße. Okay, kein Debuff, kein Debuff, kein Debuff. Gut. Holy shit, Alter. Ich habe echt Schiss, dass er mich, dass er meinen Buff rausnimmt, ja. Und einmal draufballern. Nice, 443. Und jetzt noch Gigaheap. Okay, war doch ein machbarer Kampf. Hui. 11.000, nice. Uiuiui. Ja, was können wir denn machen? Talentpunkte zuweisen. Ich habe ja 100 hier. Charisma, let's go. Wir machen nur noch Buffs. Auf Charisma. Heißen Ritter, nice. Engelsblick, okay. Und mehr nicht, okay. Oh lol, was? Your help, I can finally control this flesh as my own. Now that this fool has disposed of the Lord High Priest for me, the final heir is no more, and the seal of the scepter is broken. Yes, the time has come for my resurrection. Now! Complete my revival. My revival to flesh and blood.
What? What are you doing? Let me go! If you hadn't interfered, I could have had all of Rapthorn's power. But it's all over now. All hope is gone. Let me go! I don't want your help! No, I won't let you die. You will go on living, knowing that the brother you despised your whole life took pity on you. I won't let you have everything your own way. You're determined to disgrace me more? You! More than 10 years. It was more than 10 years ago that I first came to the Abbey, having lost my family. And you were the first person I spoke to. I had nothing. No family, no home. I was all alone, and I didn't know anyone at the Abbey. You were kind to me. Just for those first few moments, you were genuinely kind. As soon as you found out who I was, it changed everything. But I never forgot that moment of kindness. You will regret the day you saved my life. You know, I really don't care. Do your worst. You can't hurt me anymore. Isn't this your ring? Your Templar's ring? It's yours. It means nothing to me now. Angelo. Are you just going to let him leave? He's really badly hurt. Das war eine Reise. Holy shit. Wo will Hauptmann Marcello mit derart schweren Verletzungen hin? Keine Karte. Der Laden war mein ganzer Stolz, aber jetzt ist er weg. Es ist nichts übrig, nichts. Bla. Okay. Erstmal alle heilen. Multiheilung. Vollheilung. So. Ja. Sieht man schon von hier aus? Naja, man kann schlecht in den Himmel schauen. Ja.
Gegner erstmal, okay. Rotschwanzschubser, okay. Wollen wir natürlich nicht bekämpfen. Was sagen jetzt unsere Teammates? Das ist unfassbar, alles ist weg, die Stadt, der Schrein, alles. Jetzt, wo die Menschen wissen, dass die heilige Göttinnenstatue in Wahrheit an das Grab des Fürsten der Finsternis war, woran sollen die sie da noch glauben? Wenn ihr euch unterhalten möchtet, sucht euch besser jemand anderen. Oh, die heilige Insel Neos, was für eine Tragödie, dies war einst so ein wundervoller Ort. Neos hat dasselbe Schicksal ereilt wie mein armes Schloss. Beide sind womöglich für immer von diesem hinterhältigen, finsteren Fürsten zerstört worden. Wir müssen siegen, Ratchet. Auch für die Menschen der heiligen Insel Rache üben. Jetzt werden wir endlich rauskriegen, wie der echte Rapthorn aussieht. Das Zepter ist weg. All die Leute, die von ihm besessen waren, sind weg. Wenn wir jetzt mit ihm abrechnen, wird er nie mehr Schaden anrichten können. Also los, Chef. Noch ein einziges Mal verpassen wir ihm eine Abredung in guter alter Youngest und Ratchet-Manier. Ja. Wir machen aber Zeitquests, bevor wir das Spiel durchspielen. In Anführungszeichen durchspielen. Wir schauen aber erstmal, wie das aussieht. So, da. Da ist das Schloss. Aber wir begeben uns erstmal nach Argonia. Fuck, wo war nochmal Argonia? Wir landen erstmal hier. Na, so. Wir gehen nach Argonia. Aber ich habe nie eine Ahnung, wo das ist, weil da keine Namen auf der Map stehen. Deswegen teleportieren wir uns da am besten dahin. Argonia. Da. So, wir begeben uns erstmal zum Inn. Das müsste ja rechts sein, da. Heilen uns, speichern. Und dann warten wir, bis es Nacht wird. Mit warten meine ich, wir legen nur eine kleine Rast ein. Oh. Sky like this. It's stained the color of blood. Does this mean we're nearing the end of our journey? Being cursed seems trivial compared to the thought of Rapthorn ruling over the world. That's why you have to defeat him. Everyone's lives are at stake. Do you think I'll return to my normal self if you win? Or do you think I'll have to spend the rest of my days as a horse? Once everything is peaceful again, I want to travel the world together with you. Even if the curse isn't lifted. Because that way, I won't have to marry that awful man and lose you. I'd be happy to spend the rest of my life carrying you on my back and taking you wherever you wanted to go. If that happens, please take care of me. I'd never leave your side. I promise. Die ist willig. Oder hat einfach nur, oder ist einfach nur eine, die uns verarschen will. Jo. Damit sie nicht den komischen Boy heiraten muss. Aber wir gehen natürlich vom Besten aus, dass sie wirklich was von dem Protagonisten haben will. Nämlich seine Aufmerksamkeit, seine Liebe, was auch immer. So. Speichern.
speichern wir ganz schnell. Und dann begeben wir uns in die Villa. Oder eher gesagt ins Schloss. So, und natürlich speichern wir diesmal wieder hier. Wir müssen jetzt knapp die 69 Stunden erreicht haben. So, natürlich weiter. Let's go. Stimmt, die Villa war ja da dort oben. Schon echt schade, dass irgendwann das Spiel vorbei ist, aber es muss irgendwann ein Ende finden. Denn ich will noch alle anderen Spiele spielen, die ich noch bei mir auf der Liste habe. Ich freue mich schon sehr darauf, auf ein neues Spiel. Ich habe mir überlegt, zwei Spiele gleichzeitig, also parallel zu spielen. Und es ist still. Zu still. Schon besorgniserregend. Erstmal looten und leveln. Oh, das war der Ausgang nach draußen. Hupsala. Ich dachte, ich komme in ein anderes Zimmer. Okay. Oh, wieder Stille. Schon krass, was Stille für Atmosphäre aufbauen kann. Nichts Besonderes. Das Feuer leuchtet noch, was aber wahrscheinlich in diesem Spiel keine Relevanz haben wird. Und das leuchtet auffällig blau. Aha. Uiuiui. Das sind starke Gegner. Gigahieb natürlich. Warte. Habe ich doch die richtigen ausgewählt? Ja, die beiden. Wir greifen jetzt mal an. Jessica macht natürlich Kaboom. Und du machst schimmernder Warte. Ein mächtiger Blick, der einen einzelnen Feind lähmen kann. Okay. Reduziert die Konzentration. Okay. Und dann machen wir Multishots. Let's go. Keine Ahnung, wie stark die sind. Deswegen riskieren wir nichts. Die sind immer noch tanky as fuck. Holy shit. Immerhin ist einer schon tot. Ah, zum Glück macht er nichts. Und der ist da. Nice. 44 Schaden. Okay, ich habe die vielleicht überschätzt. Alles ist gut, alles ist gut. Ich kann auch ein Team rufen. Falken hier. Zack, 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 zack. Bonk. Oh, der lebt noch. Scheiße. Jetzt ist er tot. Brrm. Okay, 66 war jetzt nicht so viel. Immer. Wir gehen erstmal hier lang als erstes. Jetzt müssen wir blind. Haben wir überhaupt genug Leben? Ja. Blind erstmal durch. Ein Trollboss. Und die greifen plötzlich an. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, natürlich. 101 Schaden, das macht. Das ist viel, okay. Wir greifen natürlich erstmal den Trollboss an. Ups, kein Metallhieb, sondern Falkenhieb. Zack. Schmuggel. Zack. Fähigkeiten, Seraphenpfeil auf ihn. Let's go. Oh, scheiße. 108 Schaden ist nicht wenig. Bonk.
12? 10 nur? Okay. Jetzt mal es mehr gegeben. Nice. Fall hin, fall hin. Noch nicht tot. Holy shit. So krass denke ich, hätte ich nicht erwartet. So. Schmuggel. Zack. Und Multischuss. Let's go. Leben tut er immer noch. Holy shit, Alter. Was steckt der alles ein? Jetzt ist er down. Holy Fuckerino. Ja, das ist nicht so schlimm. Er hat schon angegriffen. Und jetzt greifen wir dich an. Zack, 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 zack. Und stirb. Nice. Und wie viel geben die? 7. Okay, die geben echt nicht viel für den Kampf, den sie liefern. Ich hätte mehr erwartet. Meine Güte, ich muss kurz was trinken. So. Mal kurz hier nachschauen. Das hat uns rein ja nichts gebracht. Danke dafür. Wir probieren mal, ob die diesmal mehr XP geben. Wenn die auch nicht viel XP geben, dann verlassen wir es gänzlich. Kaboom. Schimmernder Schuss. Nice. So, na, diesmal machen wir Falkenhieb, zack, 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 Seraphenpfeil auf ihn. Okay, okay, tut mir noch weiter weh. Alter, der hält auch noch einiges aus. Zack, 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 zack. Die. Immer noch nicht, okay. Das überlebt sie easy. Jawohl. Oh, 1755, das war ordentlich XP. Endlich. Vollheilung. Vollheilung. Und weiter. Warte, ich habe eine Idee. Heilige Schutzaura. Weil ich sehe gerade, wenn es hier jetzt weitergeht. Oh, da sind schon die Bosse. Okay. Ich will die Kiste. Upsala. Fliehen. Nein. Ich mach mal kurz was. Es laggt jetzt bei euch, aber es ist Absicht. Ich will nur weg. Nein. Mal gucken, wie der Stream jetzt laggt. Das habe ich noch nicht so ganz gesehen. Obwohl, noch laggt er nicht. Und normalerweise laggt er immer. So, jetzt. Jessica fast tot. So, ich will ja nicht übertreiben. Sonst stirbt mir meine Grafikkarte noch weg.
So, jetzt laufen wir mal ganz schnell. Denn wir wollen ja die Truhe. Nice, wir kamen mit. Brrrr. Das sind viele, würden viel XP geben, aber ich will noch nichts riskieren. So, die Truhe. Okay, sehr schön. Wir kriegen was? Höllensäbel, okay. Ist sie gut? 99 Angriff, Transfer. Nicht besser als die. Okay, nur für unseren Boy. Nein. Ach, come on. Was für? Wofür soll ich abhauen? Das macht mir nichts. So, jawohl. Jetzt sprinten wir wieder. Brrrr. Alter, heilige Schutzaura bringt ja rein gar nichts. Ja. Ja. Come on, come on. Ich will nur weg. Das ist nicht dein Herz, oder? Ich komme nicht weg. Ein Versuch noch. Dankeschön. Jetzt muss ich alle heilen, ey. Boah, Vollheilung. Zack. Zack. Mittelheilung auf ihn. Ach, auf sie. Und Mittelheilung auf sie. So, let's go. Brrr. Come on. Und nochmal. Und ich kann nicht fliehen. Doch, ich kann fliehen. Diesmal. Gott sei Dank. Okay, beim letzten Mal hat's hart geleckt. Ja, nice. Gut. Nice. Rennen. Ah, da ist auch noch eine Truhe. Die habe ich beinahe übersehen. Holy shit, derü. Wir wollen nicht kämpfen, deswegen spule ich mal ein bisschen vor. Und hier haben wir die Truhe. Was kriegen wir diesmal? Einen Gegner. Toll. Danke. Danke für nichts. Also das Spiel kommt jetzt so langsam vor, ne? Weil ich jetzt nicht mehr vorspule. Nice, er fällt hin. Nice, und ich kann entkommen. Und hier kriegen wir was? Mini-Medaille. Okay, nehme ich auch. Können wir immer wieder gebrauchen. Mittelheilung. Brr. Wir machen mal wieder, damit wir ein bisschen vorankommen, weil wir sind jetzt fast da. Nö. Und wir kommen nicht weg. Nice Dodge. Oh, nice. Er ist verliebt. Nice, jetzt sind wir weggekommen. Eine Multiheilung. So. Und dann kurz mal wieder ein Safe State. Speicherer. Speicherino. So. Und dann. Hier sehen wir Gefangene. Aha, die wurden anscheinend von den Trollen. Hilf mir! Ich bitte euch, ich bin der Kanzler von Argonia. Wenn wir nicht fliehen, landen wir binnen Stundenfrist im Magen eines Trolls. Ich habe zu viel, für das es sich zu leben lohnt. Okay, ja, ja. Da hilft uns. Ich kann erst sterben, wenn ich meinen geliebten Lorenzo noch einmal wieder gesehen habe. Fuck Lorenzo. Oh, my homies hate Lorenzo. Schmitze, Schmatze, Schmecker. Menschenfleisch saftig und lecker. Der Trollboss ist in so einer Kocherei vertieft, dass er die ungebetenen Gäste ganz bemerkt hat. Ah, okay. What you want? We'll be back to it. Maybe you'll be joining us. Or if you were to get in the way. Immerhin eine nette, ne, Frage. Ich weiß nicht, ob er die jetzt ernst gemeint hat oder nicht, aber ja.
Warte kurz. Ja. What? You is. Then let's be seen how strong you be. We trolls don't be lacking toughens. You's looking a bit tough. How about you just leaving us be? Too many cooks. Yeah. You be. Oh, thank you. Thank you. Oh. I is healing you because you is so nice. Alter. Aber nett von ihm. Fabio, now you become. Und jetzt gucken wir uns kurz mal hier um. Vor allem, was sind das denn für Gerätschaften? Foltergeräte oder was? Ja, jetzt sprechen wir ihn nochmal an. What be it now, huh? Is you? You is wanting to eat my dinner. Yep. No. I've lied to you before. But now, you is bad. You is not having it. Let's taste your meat. Toughen. Tut mir irgendwie voll leid, der war nett zu uns. Aber egal, let's go. Konzentration, Zauber, Mega-Stärkung. Konzentration, Zauber. Mega-Stärkung. Ne, wir machen direkt schimmernder Schuss. Bam. Ordentlich Schaden. Oh. Er hat den Zauber abprallen lassen. 92 Schaden. Okay. Alter, alles auf Jessica da füg. Konzentrieren. Angreifen. Konzentrieren. Zauber. Vollheilung. Jessica. Brumm. Noch einmal Konzentration und dann Ende Gelände. 97 Schaden. Nice. Konzentration. Zauber. Nein. Du greifst diesmal den Rechten an. Konzentration. Fähigkeiten. Schimmernder Schuss. Let's go. Bam. Brrr. Gut, gut. 100 Schaden. Nice. 50. Der nächste Angriff wird sitzen. Ich hoffe, die kritten nicht. Giga-Hieb. Treffe ich beide? Jawohl. Angreifen, zack. Zauber, dann Kaboom. Zauber. Vollheilung. Sich selbst. Perfekt. Jetzt schauen wir mal, wie stark unser Angriff ist. ...553 und 563, nice. Das war der Crit, aber der ist akzeptabel. Kein Crit. Sieht schlecht für die aus.
sieht sehr einfach aus, der Kampf. Außer irgendwas passiert. Oh, beide down. Das passiert. Nice. 2000 nur, okay. War ein bisschen einfacher als gedacht. What? If you is not here, I'd be having a scrumptious dinner now. But I is a troll, so... Maybe this will be just a dream. Wow. Oh. Thank you. Thank you. If you hadn't come along, I'd have been in a troll's belly by now. Mm-hmm. What a waste to end up a troll's dinner after all my hard work to become Chancellor of Argonia. I must repay you for this. What could I give you? Of course. Here, I'd like you to have these. Er hat zwei Stärke Samen und drei Lebenssamen. Nice. Nämlich. Seeds like that kept me alive in the cell. Well, I should be getting back. Farewell. Okay. Das war eine interessante Erfahrung. War ein kurzes Event. Und hier gab's nichts. Okay. Die armen Trolle sind jetzt tot. Die wollten nur was zu essen haben, ne? Und dann kamen wir. Und haben sie zerstört. Können wir denn je wieder zurück hier hin? Wäre irgendwie voll cool. Ich hasse immer Sachen, die verloren gehen. Oh, einen Moment. Entschuldigung, musste niesen. Oh. So. Ich glaube, wir sind schon mal ziemlich weit. Wir könnten noch ein bisschen... Ich könnte wahrscheinlich versuchen, ein bisschen Casino zu machen. Aber sonst haben wir dann einiges erreicht in diesem Spiel. Oh, das war ein Crit. Ja, der ist fast tot. Aber ist nicht so schlimm. Nice. Ja, wir haben halt fast alles erreicht. Also was ist alles, aber das meiste erreicht, was wir erreichen konnten. Und wir wollen ja nicht die Scheiße aus diesem Spiel rausspielen, sondern das Oberflächlichste erstmal machen. Ups, oder? Bin ich hier richtig? Einen Moment. Weil bis Endgame-Content wird auch lange dauern, ne? Ich muss halt gucken, wie ich leveln kann. Damit ich darauf vorbereitet bin. Aber die Zeit... Hä, hey, wo lang laufe ich? Ein Moment, jetzt. Jetzt wird's zu viel. Wir spulen ein bisschen vor. Nice. Erstmal wieder heim, bevor ich unterwegs aus Versehen sterbe. Multi-Heilung. Wo bin ich denn lang gelaufen, Alter? Upsala, das wollte ich nicht. Ich hab missklickt. Fliehen. Nice. Renn. Ach, da ist der Ausgang. Hupsala. Trollboss. Also die von vorhin. Ich weiß nicht, ob die genauso stark sind. So. Und dann raus hier. Mehr gibt's wahrscheinlich nicht mehr dazu. Meine Dienstherrin wollte nicht im selben Zimmer wie der Spiegel da schlafen, also muss ich jetzt an ihrer Stelle hier schlafen. Asi,
Sie sollten besser sehen, dass sie ihn loswerden, aber angeblich ist er dafür zu kostbar. Ja gut, ne? Haben wir das schon gelesen gehabt? Lorenzo, er wollte auf Reise gehen. Okay. Nichts Besonderes. Kein Rezept. Nichts, nada. Aber anscheinend können wir doch hier hin wieder. Okay, hier scheint nichts zu sein. Warte, was habe ich da gesehen? Da ist eine Katze. Okay. Also, Teleportation. Ja. Ich werde gucken, ob ich das mit, wie hieß es nochmal? Der Monster Arena noch schaffe. Ich würde es gerne probieren. Und dann schauen wir mal. Wir speichern. Ich will ja gucken, ob ich ein bisschen im Hintergrund grinde. Aber das soll es dann für heute gewesen sein. Speichern wir noch zu Ende. So. Beim nächsten Mal geht's weiter. Tschüss.